Moin zusammen, Eral hier. Willkommen zurück bei Starfield. In der letzten Folge haben wir hier unseren neuen Kontakt kennengelernt, ne? Hier in New Atlantis. Die Juan heißt sie. Ich wette, die hat auch einen Sohn. Entschuldigung, irgendwie kann ich den Witz nicht lassen. Und die Juan hilft uns jetzt auf die Sternenstation der UC Navy zu kommen, wo wir den Comstick? Ich glaube, Comstick heißt es. Entschuldigung. Wo wir den Comstick besorgen müssen. Und der Crimson Fleet ist es ziemlich egal, wenn wir da rumballern. Aber ich würde natürlich trotzdem versuchen, dass wir möglichst überhaupt nicht rumballern müssen. Weil wir sind ja eigentlich im Auftrag der UC Systef unterwegs, ne? Und da würde ich gerne Opfer vermeiden, wenn ich ehrlich bin. Deswegen gucken wir mal, wie wir es hinbekommen. Während ich jetzt hier gleich die Leiter hochsteige, lasst mir auf jeden Fall gerne mal ein Like da und ein Abo, wenn ihr Lust drauf habt, ne? Einfach um dem Algorithmus ein bisschen zu zeigen, dass ihr Lust auf das Projekt habt. Und ich verliere keine weitere Zeit und steige durch die Luke und bin damit jetzt für kurze Zeit zumindest offiziell Mitglied der Crew von Juan und ihren Söhnen. Okay, hallo. Es tut mir leid. Hallo. Wie komme ich denn? Ihr habt es mit den Leitern hier ein bisschen besser unter Kontrolle, hoffe ich. Das sollten wir auch noch einbauen bei uns im Schiff. So ein paar Fenster. Alles gut. So, was haben wir hier? Verstehe. Aber ich glaube, hier oben haben sie dann doch nicht irgendwelche zwei Breiten. Sondern auch nur so einzelne Teile, die halt aneinander hängen. So, von hier kommen wir. Sag mal, das ist ein bisschen verwirrend hier, oder? Muss ich da lang? Ah, doch, guck mal. Das hier ist, glaube ich, auf jeden Fall ein größeres DR-Ding. In dem Fall dürfte es ja, aber wahrscheinlich was? Auch für unser eigenes Schiff solche größeren Dinger geben, ne? Dass man einfach ein bisschen mehr Platz hat. Das würde ich richtig, richtig feiern. Jetzt muss ich aber erstmal den Weg nach oben finden. Wo geht's denn hier lang? So, hier ist ein riesen Frachtraum. Alter, das Schiff ist ja wirklich riesig. Weil wir so ein großes Schiff bauen können, das weiß ich nicht. Das weiß ich tatsächlich nicht. So, hier kommen wir hoch. Das ist auch sicher überhaupt nicht auffällig mit der UC Vanguard Uniform hier die ganze Zeit. Aber ist halt ein guter Raumanzug, ne? So. Und die Brücke sieht aber auch cool aus. Ja, servus. Hey. Hallo. Moin, Juan. In Ordnung. Ein paar Hinweise noch. Wenn wir am Kontrollpunkt sind, wird das UC-Militär uns anfunken. Lass mich reden. Tu so, als seist du ein Stück Fracht, wenn es sein muss. Ja, das sollte kein Problem sein. Das hätte ich auch nicht erwartet. Und wenn doch, geben wir einfach Delgado die Schuld. Du weißt schon, alles beginnt an der Spitze. Ich bezweifle, dass er das auch so sieht, aber ich werde es mir merken. Wie ich schon sagte, sobald wir unterwegs sind, gibt es kein Zurück, bis der Job erledigt ist. Wenn du vorher noch etwas zu erledigen hast, dann tu das. Und wenn du noch Fragen hast, dann raus damit. Nee, ich bin bereit. Legen wir los. Gut. Dann mach's dir gemütlich. Wir brechen sofort zur SY-29 auf. Crew, bereit zum Start. Sorge Antrieb und Graf Antrieb mit Energie. Alle Systeme bereit. Ich hab schon gedacht, jetzt diesmal kriegen wir keinen Ladebildschirm. Hier. Mach dir keine Sorgen um dein eigenes Schiff. Die Fleet wird sich darum kümmern. Ja, ich glaube, das ist eigentlich die Zeit nutzen, um dich vorzubereiten. Kennst du mich noch? Lass aber während des Flugs meine Piloten in Ruhe. Das ist schon in Ordnung, Captain. Ich habe schon öfter beim Gehen Kaugummi gekaut. Multitasking kann ich. Klingt, als würdest du gerne eine Doppelschicht einlegen. Captain, ich ziehe meine Aussage zurück. Fürs Protokoll, ich mag Kaugummi nicht einmal. Na gut, bring uns einfach sicher hin. Verstanden. Mhm. Ich glaube, da fährt der Graph-Antrieb gerade hoch. Oh ja, da fährt der Graph-Antrieb gerade hoch. Dies ist eine gesicherte UC-Militärzone. Identifizierung.
identifiziert euch, sonst werdet ihr als feindlich eingestuft. Hier spricht Captain Juan Dayu, Frachtschiff ID UC793A. Bitte um Erlaubnis zum Andocken. Identität bestätigt, Schiffsscan wird eingeleitet. Andockbuch 2 ist bereits unter. Sobald wir angedockt haben. Ich glaube, ich bin gerade das erste Mal unterwegs in so einem Raumschiff, während Solange wir... Solange die Credits rollen, ist das Leben gut. Ich kann mir da einfach 11.112 Credits rausnehmen? Warte mal, ich speichere davor aber kurz. Ja, cool. Ja, das finde ich aber nett von dir. Den Digi-Dietrich nehme ich auch noch. Kaliber 50. Ja, her damit. Hallo. Hallo. Okay, wir sind drin. Hört zu. Die Station ist riesig. Und überall gibt es Kontrollpunkte. Um da durchzukommen, brauchst du eine Militäruniform. Und eine Uniform kriegst du nur in der Kaserne. Durch die Luftschächte solltest du dahin kommen. In der unteren Ebene ist ein Wartungszugang. Da gibt es auch ein Intercom, über das du mich erreichen kannst. Wenn du eine Uniform hast, solltest du relativ problemlos einen Lift zum Kommandodeck finden können. Aber wenn deine Deckung auffliegt, bin ich raus. Okay. Aber ich habe doch eine Vanguard-Uniform, reicht wahrscheinlich nicht, ne? Was, wenn ich nicht weiterkomme? Kann ich dich irgendwie erreichen? Ja, solange du keinen Alarm ausgelöst hast. Wie gesagt, ich halte einen Kanal offen. Du musst nur ein Intercom finden. Mhm. Und was ist mit diesen Lüftungsschächten? Das hier ist eine Sternenstation. Es gibt reichlich Schächte, in die du kriechen kannst. Es ist eine alte Taktik, aber sie hat sich bewährt. Ja, das glaube ich gerne. Kannst du mir noch mal was zu den Kontrollpunkten sagen? Außerhalb der Laderäume ist nur Militärpersonal erlaubt. Deshalb musst du in die Kaserne und dir eine Uniform besorgen. Okay. Keine Sorge, sie werden keinen Verdacht schöpfen. Das will ich hoffen. Aber wenn doch, können wir uns dann immer noch darum kümmern. Fürs Erste musst du das Intercom in der Station finden. Dann reden wir weiter. Okay, dann mal gucken, wie das wird. Ja, Barrett, wir quatschen nachher mal, ne? Und ich bin mir auch sicher, nur ich brauche die Uniform und Barrett braucht keine. Oder bleibt Barrett vielleicht sogar hier? Das sehen wir gleich wahrscheinlich. So, hier ist der Andockpunkt. Dann steigen wir doch mal ein. Hey, Captain. Können wir kurz reden? Hallo. Gehörst du zu J-Swan? Bleib im Frachtbereich und halte dich von der Kaserne fern. Roger. Wir brauchen viel Fracht, damit eine so große Station rund läuft. Das glaube ich. Und natürlich, also Kaserne. Ich meine, was will ich da? Ne? Was will ich da in der Kaserne? Da brauche ich ja nichts. Wie können wir denn... Kommen wir da runter? Au! Okay. Hier ist auch noch Frachtbereich, oder? Hier darf ich noch laufen. Lang in die Kaserne und finde eine Uniform. Sprich mit Juan. Ich glaube, das machen wir zwischendrin. Hier spricht Captain Juan Dayu. Ich bin im Laderaum. Ich wollte mich nur kurz melden. Und du hast das Intercom gefunden. Soweit, so gut. Wenn ich mich nicht irre, sollte die Wartungstür direkt vor dir sein. Wenn du sie aufkriegst, kann ich dich am ersten Kontrollpunkt vorbeischleusen. Mhm. Gibt es einen anderen Weg, einen Schlüssel zu bekommen? Belausche doch ein paar Soldaten. Vielleicht hat jemand einen Schlüssel verloren. Okay, ich sehe, was tun kann. Keine Sorgen, du kriegst das schon hin. Jedenfalls führt die Tür zu den Luftschächten. Klettere durch die Schächte nach oben in die Kaserne und such dir eine Uniform. Mit der Uniform passierst du den Kontrollpunkt und gelangst zu den Aufzügen. Wir reden weiter, wenn du das Kommandodeck erreicht hast. Okay, mal sehen, wie das wird.
Wir könnten auch entsperren, aber wir werden halt, ne, die patrouillieren hier halt. Also, und dieser Saugroboter hier, der ist halt auch irgendwie... Warte mal, sind das überhaupt Soldaten hier? Hast du Elijah gesehen? Sucht vermutlich bloß unten seinen Wartungsschlüssel. Er kann einem leid tun. Er würde seinen eigenen Daumen verlieren, wenn er nicht angewachsen wäre. Bist du dir sicher, dass das nicht schon passiert ist? Ja. Wir gehen mal mit Elijah sprechen. Die Technologie hier würde die FC zur Kapitulation zwingen. Na, wie sieht's aus? Ui, wie peinlich. Ich hab den Schlüssel zum Wartungsraum verloren. Schon wieder. Und das erzähle ich erstmal irgendeinem dahergelaufenen Fremden natürlich. Wo hast du denn noch nicht gesucht? Ich habe hier jeden Zentimeter abgesucht. Außer beim Gabelstapler. Aber da packt gerade diese eine Wache, der ich noch was schulde. Also will ich da lieber nicht hin. Mhm. Hast du schon in deinen Taschen nachgesehen? Oh, gute Idee. Oh, oder auch nicht. Keine Spur von dem Schlüssel. Aber es war einen Versuch wert. Mhm. Warum lässt du dir nicht einfach einen neuen geben? Weil mir das schon mal passiert ist. Ich fürchte, ein zweites Mal macht bei meinen Vorgesetzten keinen guten Eindruck. Wie sagt man noch? Das erste Mal ist ein Unfall, das zweite Mal ein Zufall. Das dritte Mal wird man auf einen Gletscherplaneten versetzt und darf die Eiswürfel für den Admiral schürfen. Ja, das ist ein ganz gängiges Sprichwort. Also das kenne ich auch so. Ne? Also das sagt man auch bei uns überall. Na gut, aber dann wissen wir schon mal ein bisschen mehr. Ne? Beim Gabelstapler wird wahrscheinlich ein Schlüssel liegen. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme. Die Marines auf dieser Station gehören zu den Besten in der Galaxie. Kann ich dir irgendwie helfen? Da drüben will ein Frachtpilot mit dir sprechen. Elijah? Der will sich bestimmt nur wieder über irgendwas beschweren. Ich seh mal nach. So, der ist weg. Das ist nur Barrett, der ist auf unserer Seite. So. Was gibt's diesmal, Elijah? Und dann schnell weg hier. Können wir da jetzt, wenn wir jetzt... Oh, das hat ja gut geklappt. Okay. Jetzt ganz leise. Oh, guck mal, hier sind Mini-Terrormorphs. Sollen wir es klauen? Na, beides nur Essen. Nee, komm, wir klauen mal nichts, ne? Wir arbeiten ja eigentlich für die UC gerade. Das bringt eigentlich eh nichts, wenn ich die ganzen Türen hinter mir zumache, weil sobald Barrett hinterherkommt, sind die sowieso wieder offen. Siehst du? Überhaupt nicht auffällig. Was haben wir hier denn? Oder kommen wir aber eh nicht rein? Okay, was haben wir hier oben? Eigentlich können wir hier laufen, oder? Können wir laufen? Ja, wir können sogar laufen. Das sind sehr große Lüftungsschächte. Hier scheint die Luft rein zu sein. Wie ist die Patrouille? Rücken okay? Okay, hier ist auch gut. Entschuldigung, wenn ich gerade so wenig rede. Aber... Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. So. Okay, da sind wir. Ja, komm, den Credit Stick können wir mitnehmen. Betritt das Kommandodeck. Ich guck mal ganz kurz in den Computer noch rein. Persönliches Profil. Win Akasaka.
Vin Akasaka, 1,92, 95 Kilo, Geburtsort Jamison, Rang Fähnrich, Lebenslauf, wurde auf einer Jobmesse für die SWAT Military Academy rekrutiert. Auszeichnung für Treffsicherheit und physische Fitness wurde nach dem Abschluss SI 920 zugeteilt. Mhm. Haben wir von dem jetzt auch die Rüstung? Einsatzregeln. Win, ich hab deinen Kram. Doch nach dem, was du getan hast, mit wem will ich dich nie wiedersehen? Wenn ich in der Messe bin, liegst du in der Koje. Bin ich im Laderaum, liegst du in der Koje. Bin ich irgendwo in einem besiedelten System oder außerhalb meines Quartiers, liegst du in deiner Koje. Und hast deine Koje also nur zu verlassen, wenn ich in meiner liege. Doch wenn ich noch einmal deine Fresse sehe, dann werde ich direkt reinschießen. Ja, freundlich. Ah nee, guck mal hier. Wir haben, glaube ich, von der Ziremi, ne? Sicherheitsstandards. Commander Natara. Zur Erinnerung an die gesamte Crew. Die auf dieser Station laufenden Projekte sind streng geheim. Als treuer Bürger der United Colonies und Mitglied der UC Navy darf dieses Wissen nicht mit fremden Parteien geteilt werden. Auch nicht mit den Familien. Jegliche Preisgabe von Aktivitäten, Projekten oder Daten auf dieser Station führt zu sofortiger Entlassung und Kriegsgericht. Für alle im Laderaum eine zusätzliche Erinnerung. In dieser Messe und Kaserne ist lediglich Personal in Uniform zugelassen. Im S-Bereich wurden bereits Freelancer gesehen. Dies ist streng untersagt. Okay, verstehe. So, wir ziehen uns mal um. Warte mal. Ah, hier, guck mal. Also, Uniform Fähnrich. Kopfbedeckung UC-Crew, die ziehe ich auch mal an. Fähnrich Ziremi haben wir. Ich hätte gerne noch irgendwelche Infos über Fähnrich Ziremi. Einfach nur, falls wir gefragt werden von irgendwem. Na gut, kriegen wir offenbar nicht. Also, es ist auch überhaupt nicht schlimm, dass Barrett hier ganz normal weiter rumläuft, aber ich denke, in dem Fall können wir uns jetzt hier ganz normal bewegen, ne? Angeblich sollte Commander Natara gegen den alten Commander ermitteln. 2 Wochen später ist sie der neue Boss. Mhm. So, warte, jetzt brauchen wir eigentlich nicht da durchlaufen. Oh, der zieht schon mal seine Waffe, sehr gut. Was haben wir hier? Hier haben wir weitere Crew-Quartiere. Aber kann... Ah, doch, hier ist noch ein Computer. Persönliches Profil. Ein Garter, Disziplin. Wegen neulich abends. So, Lebenslauf. Arbeitete von der Ausbildung zum UC Marin für die Security von Sidona. Ungeachtet dessen ist er im Umgang mit der Schusswaffe und im unbewaffneten Nahkampf herausragend. Disziplin von Commander Natara. Fähnrich Garter. Mir kam zu Ohren, dass du deine Aufgaben im Laderaum nicht ernst genug nimmst. Diese Vorwürfe sind zwar nicht bewiesen, doch um die allgemeine Aufmerksamkeit zu entschärfen, habe ich entschieden, proaktiv zu handeln. Ab sofort teilst du die Schicht am Kontrollpunkt mit einem weiteren Marine. Durch diese Änderung werden hoffentlich jegliche Zweifel an deinem Verhalten behoben. Wenn du keinen Dienst hast, dann deponiere deine Uniform und Schlüsselkarte im Spind am Kontrollpunkt. Wegen neulich abends. Win Akasaka. Hokea. Als du neulich am Kontrollpunkt noch etwas Nahkampftraining machen wolltest, war ich nicht ganz ich selbst. Mit einem Alkoholtest hätte ich das sogar beweisen können. Kann ich aber nicht. Ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern und es ist auch eh nicht passiert. Wenn du das Leana sagen könntest, wäre ich dir dankbar. PS, mir ist bewusst, dass es physische Beweise dafür gibt, dass es doch passiert ist. Aber vielleicht könntest du sie davon überzeugen, dass es nichts bedeutet hat? Verdammt, ich hab's verkackt, oder? Okay, Sicherheitsstandards kennen wir schon. Hier wäre, glaube ich, auch noch eine Uniform gewesen, oder? Naja, okay. Ich wäre zwar lieber im Kampfeinsatz, aber eine solche Station zu sichern ist extrem wichtig. Das ist allerdings korrekt und dann macht ihr es noch nicht mal so, dass ich nicht reinkomme, ne? So, hallo zusammen. Warst du schon mal in der Messe? Der Spezialität Korokoi ist verdammt gut. So. Wo soll's hingehen? Ich muss mich auf dem Kommandodeck zum Dienst melden. Du kennst mich doch, ne? Wir haben doch gestern Abend hier die Jägermeister-Shots und so. Kannst du dich noch erinnern? In Ordnung. Vermerke Freigabestufe Fähnrich. Hat deine Begleitung dieselbe Freigabe?
Mhm. Wir gehören zusammen. Dann dürft ihr beide passieren. Ja, okay. Er hat es einfach selbst gesagt. Na gut. So. Das lief ja bisher recht gut. ID-Karte haben wir auch direkt. Und dann auf zum Kommandodeck. Plaudern wir, wenn du mal Zeit hast. Ja, aber doch nicht jetzt hier auf einer Geheimmission. Wie wär's? Wir machen doch schon was komplett Neues. Wie oft brichst du denn ein in so eine Hochsicherheits-Sternstation? So, hier ist das Intercom. Mal sehen, was Juan zu sagen hat. Ich hab's zum Kommandochef Deck geschafft. Gut. Und ich höre keinen Alarm und keine Warnungen. Sehr gut. Wenn du eine Uniform hast, dann zieh sie an. So fällst du nicht auf. Ich weiß nicht, was genau du suchst, aber da ist sicher noch ein Kontrollpunkt. So weit unten brauchst du womöglich einen Passcode. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Mit der Uniform, die ich mir geholt habe, kann ich direkt an den Wachen vorbeispazieren. Ich würde jegliche Aufmerksamkeit vermeiden. Aber eine Verkleidung ist immer eine gute Idee. Aber die Uniform wird nicht reichen. Du musst einen Computer mit dem Code finden. Versuch's im Sicherheitsbüro. Dort gibt es sicher einen Computer, den du nutzen kannst. Ich schalte erstmal ab. Wir reden weiter, wenn du dein Ziel gefunden hast. Dusty! Dusty! Unterhalten wir uns. Nein, Barrett, wir sind gerade hier in geheimer Mission. Du weißt ja, wie es so schön heißt. So, was haben wir denn hier? Informationen über den Comstick, erhalte einen Freigabecode. Mit wem redet der denn? Ich frag mal nicht weiter. So, dürfen wir einfach rein? Ja, so wie es aussieht. Warte, warte. Komm rein, Barrett. Wir machen die Tür zu. Bitte nicht rausrennen, die Tür aufmachen, ne? Weil sonst werden wir erwischt. Also hier. Gucken wir mal. So, einmal. Nein. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich glaube, der hier dürfte gehen, oder? Ja, perfekt. So, und dann der hier und der hier. Okay, haben wir hinbekommen. Sehr gut. Für den Zugriff auf Kontrollpunkte ist ein Freigabecode basiert auf Rang und Nachname erforderlich. Nachname Q bis Z. Fähnrich ZX321D. Muss mir das aufschreiben? Ich glaube, ich schreibe mir das mal auf ganz kurz. Kleinen Moment. Also, Fähnrich haben wir ZX321D. Dann haben wir Offizier. Das ist ja dann halt ein höherer Freigabecode, ne? RW162H. Und Commander haben wir FE234W. Okay, ich hoffe, ich kann meine Schrift nachher noch lesen, falls wir das brauchen. Gut. Aber ich glaube, wir brauchen Fähnrich wahrscheinlich nur. Können wir den umprogrammieren, nur für den Fall der Fälle? Na komm, wir klauen nix. Wir klauen lieber nix. So, moin Leute. Heute Abend Bier bei mir in der Koje, ne? Kommt da vorbei. Oh oh. Ich brauche deinen Zugangscode, Marine. Ich hab einen Code. Gut für ihn recht, anders hören. Der Code war, warte, Fähnrich war ZX321D. Danke, Fähnrich Zerami. Ihr zwei seid wohl zusammen hier. Natürlich, wir sind ein Team. Dann dürft ihr beide passieren. So, das läuft ja wie am Schnürchen. Testflüge für die neuesten Prototypen sind startbereit. Ich kenne dich nicht, Fähnrich. Hast du wirklich eine Freigabe? Ja, ja, ja. Heute Abend gibt's eine Flasche Wein. Kommst du auch vorbei? So. Hier ist niemand weiter. Was haben wir hier denn noch? Computer des...
Aktenbüros. Tür öffnen. Okay, da marschiert einer rum. Ein Datenzugangscomputer. Ich hoffe, wir dürfen es einfach so. Projekte. UCE 85 Svelin. Status aktiv. Projektleitung Dr. Marsha Penberry. Laborzuweisung Technikstation 2, Labor 1. Projektleitung Genehmigungen. Security und Genehmigungen. Rang Sicherheitsfreigabe Fenrich plus weitere Sicherheitsanforderungen. Genehmigung beider Commander. Ah, die haben zwei Commander, okay. Ziel des Projekts UCE 85 Svelin ist die Entwicklung eines intelligenten Schildsystems, das größeren Raumschiffen effizienter und energiesparenden Schutz bietet. Anstatt Schildenergie für alle Module zu generieren, wird das intelligente Schildsystem energiebasierend auf Prognosealgorithmen umleiten und dabei Daten nutzen, die auf der klassischen, bayerischen Statistik und der Zeitreihenanalyse beruhen. Indem eine Reihe von Faktoren mit hoher Wahrscheinlichkeit berechnet wird, zum Beispiel Entfernung, Leistungsfähigkeit des feindlichen Schiffes und wahrscheinliche Ziele, würde das System vor einem Angriff Schutzschilde für bestimmte Module generieren, anstatt sich auf Berechnungen in letzter Sekunde zu stützen, die für den praktischen Gebrauch zu langsam sind. Vorteile: bessere, punktgenauere Schilde, effizienterer Energieverbrauch, mehr Energie für andere Systeme. Okay, Projektgenehmigung, Bauphase 1, bla bla bla, das ist einfach so ein bisschen Protokoll. Wir gucken erstmal noch hier in den Tusa rein. Tusa, Dr. Jiho Shim. Tusa-Vorhaben. Ziel des Projekts UCA 44 ist es, ein Lenkraketensystem zu entwickeln, das gegnerischen Raumschiffe mit chirurgischer Präzision ballistischen Schaden zufügt. Das System soll genutzt werden, um Ziele zu schwächen, ohne das Schiff selbst zu zerstören. Vorteile: gegnerisches Raumschiff wird untauglich gemacht, ohne Systeme oder die Crew zu verletzen, wodurch Ressourcen und Gefangene leichter geborgen werden können. Effizientere Nutzung von Waffen erhöht die Gesamtkosteneffizienz. Mhm. Und zu guter Letzt Comspike. Aktiv: Projektleitung Dr. Gabriel Vogel. Projektleitung Genehmigung. Rang Sicherheitsfreigabe Fähnrich 4. Weitere Sicherheitsanforderungen, Codefreigabe. Freigabe für Ebene 4 sollte nur mit Genehmigung des Commanders vergeben werden. Sicherheitsfreigabe aufwerten. Überbrücken wird autorisiert. Freigabe für Aufzug und Technikstation 4 wurde gestartet. Bitte weitere Anweisungen von Dr. Gabriel Vogel einholen. Comspike, Vorhaben. Das Ziel von Projekt UCE 86 ist die Schaffung eines hochsensitiven Empfängers, der Kommunikationssignale empfangen und sie direkt entschlüsseln kann. Die angestrebte Signalreichweite beträgt mindestens 50 astronomische Einheiten, um ein gesamtes Sternsystem abzudecken. Der Empfänger sollte imstande sein, auch Spuren von aufgrund großer Entfernung atmosphärischer Verzerrung oder Gravitationsfeldern geschwächten Signalen aufzuspüren. Die Entschlüsselungssoftware sollte sowohl innerhalb von Sekunden Signale entschlüsseln, als auch fehlende oder beschädigte Daten anzeigen können. Vorteile: Notsignale können leicht geortet und eingeholt werden. UC Security kann feindliche Frequenzen ausloten, bevor es zur direkten Bedrohung kommt. Schädliche eingebettete Nachrichten können leicht enthüllt werden. Kommunikation innerhalb des Systems wird stark verbessert und leidet unter weniger Verzögerung. Okay, Projektgenehmigung. Na gut, dann haben wir da die Informationen auf jeden Fall mal. Güter des Aktenbüros, Records. Was haben wir hier denn noch? Ein Digi-Dietrich, den können wir einfach mitnehmen. Die Credits hier auch. Offenbar alles nicht geklaut. Notfalls Zugangscomputer. Hier hinten ist dann die Technikstation 4, ne? Ich versuche einfach mal wenig aufzufallen. Hallo. Sofort stehen bleiben, Fähnrich. Warum bist du nicht auf deinem Posten, Fähnrich? Wer ist dein befehlshabender Offizier? Hier hat nur autorisiertes Personal Zutritt. Du stehst nicht höher im Rang als ich. Bist du überhaupt autorisiert, mir diese Frage zu stellen? Versuche nicht, dich um die Antwort zu drücken, Fähnrich. Ich bin Commander Natara direkt unterstellt. Nur die hochrangigen Offiziere unterstehen Commander Natara. Etwas stimmt hier nicht. Ich speichere mal. Ich kann nicht speichern. Okay, aber das geht einigermaßen gut, hoffe ich. Wir finden bestimmt eine Lösung. Das führt doch zu nichts. Ich weiß, dass du deine Gründe hast. Ich versuche nur zu helfen. Ich möchte dir ja helfen, aber... Oh oh. Oh 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 oh. Fliegen wir jetzt auf?
Wir finden bestimmt eine Lösung. Ja, das hoffe ich. Komm schon, einmal noch. Schön, dass du langsam meinen Standpunkt akzeptierst. Ich versuche, vernünftig zu sein. Na gut, du kannst durch, Fenrich. Aber sobald du fertig bist, kehrst du zurück auf deinen Posten, verstanden? Wenn der im Rang unter mir steht, dann ist er aber sehr mutig, so mit mir zu sprechen. Also ich meine, klar, ich bin jetzt kein wirklicher Fenrich, aber... Eigentlich, wenn da ein Vorgesetzter kommt oder sowas, dann solltest du schon ein bisschen vorsichtiger mit umgehen, ne? Okay, hier ist das wieder. Na gut. Jedenfalls würde ich sagen, wir gucken dann demnächst mal in die Technikstation 4. Also mit demnächst meine ich dann in der nächsten Folge. Ich stelle mich mal hier hin, nicht, dass wir nochmal angequatscht werden. Und jetzt bedanke ich mich erstmal ganz... Ich speichere mal vorsichtshalber. So. Jetzt bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ne? Schön, dass ihr immer noch dabei seid. Lasst mir auf jeden Fall gerne mal ein Like oder ein Abo da. Wenn ihr Lust habt, meinen Kanal ein bisschen zu unterstützen, würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, ich bin Eral. Bis zum nächsten Mal.